Liebe Zuschauer von Video Aktuell, dieses Wochenende am 11.10. hier in Rehns auf dem Wochenmarkt. Moin Reinhard. Hallo. Ihr habt da eine Veranstaltung mit eurem Spinning. Erklär mal, um was es da geht. Ja genau, grundsätzlich findet ja freitags in Rehns immer der Wochenmarkt statt. Da wird ja viel Tolles an Essen und Trinken angeboten und ist eine super Nummer. Und die Vereine unterstützen das immer damit, dass sie dann einen Kaffee- und Kuchenstand machen. Und in diesem Jahr sind, beziehungsweise am Freitag sind wir dabei und werden unser Projekt Rehns mit Herz nochmal präsentieren und natürlich den TUS selber auch, dass jeder nochmal, der Fragen hat, uns zum Verein nochmal befragen kann. Und wir verkaufen dann eben Kaffee und Kuchen, damit wir so ein paar Einnahmen haben, die wir dann mit in die Aktion Rehns mit Herz geben können. Also, wenn ihr Interesse habt, die Veranstaltung zu unterstützen und wenn ihr gute Radfahrer seid oder wenn ihr nur spenden möchtet für diese Vortour der Hoffnung, dann kommt diesen Freitag hier nach Rehns auf den Markt, wo ihr euch anmelden könnt, oder kommt am 9.11. in Rehns in die Sporthalle, morgens ab 11 bis abends um 17 Uhr, oder? Genau, da geht's los. Da starten wir mit der sportlichen Aktion, ne, dass wir also unter Anleitung von Spinning-Trainern, Präsentern, sagt man heutzutage, dass die uns so ein bisschen einheizen, und das macht Spaß bei toller Musik und ja, wird jeden freuen. Kommt einfach vorbei, schaut euch es an und ja, seid dabei. Ihr habt noch ein tolles T-Shirt anlässlich dieser Veranstaltung aufgelegt. Genau. Vielleicht kannst du es mal zeigen, das alte Logo noch von der Rehnsa. Ja, genau. Wir haben mit Bio Racer, mit der Firma Bio Racer, die in Mülheim-Kärlich sitzt, aber belgischen Ursprungs ist, haben wir dieses Trikot geschaffen, und zwar für Rennradfahrer und Mountainbiker und Bikerinnen natürlich immer, muss man auch dran denken. Ja, das ist die Aktion Rehns mit Herz, wie ihr seht, also hier oben drauf gedrückt. Rehnsa sponsert uns schon seit Jahren und deswegen wollen wir den Rehnsa Brunnen auch gerne als Logo da drauf haben. Natürlich auch die Verbindung Rehnsa und wir in Rehns passt gut. Und hinten auf dem Rücken habt ihr dann zum einen das Logo Rehns mit Herz und an den Taschen rechts und links ist dann nochmal das Logo der Vortour der Hoffnung als Beziehung dafür, dass wir dann eben auch damit für die Hilfe der krebskranken Kinder werben wollen. Und wer möchte, kann das gerne bei uns bestellen. Das Trikot ist also wirklich, ich bin selber Rennradfahrer und auch für Mountainbiker ist das gut geeignet. Ein dünner Stoff, so ein Sommerstoff ist das. Wir haben die drei Taschen da drin, hier hinten, so wie es üblich ist. Eine gute Verarbeitung. Ja, und blau ist halt die Farbe des Vereins, blau-weiß, wie ihr vielleicht wisst. Und insofern ist das in blau gehalten. Und hinterm, auf dem Kragen ist dann tatsächlich auch nochmal das Datum der Veranstaltung gedruckt als Erinnerung daran. Man kann das Trikot auch ohne Kragen bekommen und eben so ein T-Shirt, wie ich das hier gerade trage. Ne? Und dann haben wir dann noch so eine Radfahrer-Cap dazu beziehungsweise gestalten lassen, und so, dass man das alles bei uns bestellen kann. Der Preis ist, finde ich, nicht schlecht. Für so ein Rennradtrikot bezahlt man 56 Euro. Für das ohne Kragen 66, weil die Verarbeitung des Kragens da schwieriger geworden ist. T-Shirt 39, Cap 15 Euro und ich habe immer 10 Euro drin für die Spende. Also, dass man beim Kauf was Gutes tut und selber auch noch was davon hat. Also, ihr könnt euch hier mit einer tollen Ausrüstung selbst was Gutes tun und gleichzeitig dafür spenden. Ja, ganz genau. Ne? Also das ist der Gedanke dabei. Zum einen die Erinnerung an die an das Event hier, Rehns mit Herz, mit Datum, und eben die Spende ist mit eingepreist. Und ich sag mal, für ein Rennradtrikot 56 Euro zu bezahlen oder beziehungsweise 66 ohne Kragen, das ist wirklich preislich akzeptabel. Und ja, wer gerne möchte, kann das bei uns bestellen beziehungsweise auch mal Probe anziehen und dann gucken wir mal. Prima. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.